Ich will da jetzt nicht hinter. Ich weiß, da ist eine Leiche, das machen wir später. Wir gehen hier eh nochmal her. Die läuft uns ja nicht weg, die Leiche. Zumindest nicht bei diesem Spiel. Das wäre auch witzig, wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, eine Modding-Möglichkeit geben würde bei dem Spiel und irgendjemand dann sagt, okay, ich modde jetzt Zombies rein oder sowas. Hatte bestimmt ein oder andere auch schon die Idee dazu. Bin ich mir fast sicher. Wobei das bei dem Spiel... Oh, Alter. Jetzt hat sie Hunger und ich dachte, es ist ein Wolf, der mich hier anknurrt gerade. Okay, so, ich trinke mal die Soda hier. So. Lalalalalala. Nur damit sie mal weg ist. Oh oh. Oh oh. Es geht sowas von schief. Das wird sowas von schief gehen. Au, 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 au. Okay. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte gerade echt Angst, dass er dann das Rutschen anfängt und sich wieder irgendwie einen Knöchel verstaucht oder schlimmer vielleicht noch. Huch. Ich hoffe, sie sind gegen die Maus gekommen. Stelle ich mir nicht so geil vor. So. Ich frage mich gerade, wo wir hier langlaufen. Ist das jetzt der Weg, wo wir dann zum Wolfsberg bzw. zum Bunker kommen? Es gibt ja so eine Straße und die Straße, wenn man der Huch, da spielen wir wieder kurz geruckelt. Es gibt ja... Also das hier, ne, das ist jetzt eine Straße, das sieht man. Hier ist alles so hochgewölbt. Das sind früher, ist hier bestimmte Autos oder irgendwas lang gefahren. Oder halt für die, keine Ahnung, für die Förster oder was auch immer hier... Was auch immer hier war. Ich dachte, ich habe bloß Wolf gehört rum. Und wenn man der Straße eigentlich immer folgt, hat man eigentlich kein großes Problem, weil dann kommt man eigentlich immer wieder dahin oder kommt man nicht überall hin sauber, ohne dass man sich groß verläuft, sag ich mal. So. Da ist... Da ist Strom bzw. Telefonmast. Jetzt muss ich überlegen. Ich bin den Weg hier das letzte Mal schon lang gelaufen. Ganz, ganz brav. Und bin dann rechts abgebogen. Ich bin gerade überlegen. Ich bin dann rechts abgebogen. Bin der Straße weiter gefolgt. Die Frage ist jetzt... Ist das... Wo ist denn der Funkturm? Ich suche gerade mal den Funkturm, ob ich den von hier aus sehe. Weil der Funkturm ist nämlich immer die beste Orientierungshilfe hier auf dieser Karte, weil dann weißt du immer, wo deine Hütte ist. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das der da oben, ob das da oben der Funkturm ist. Oder ob das einfach nur ein Baum ist. So. Ah ja, das Rennen funktioniert auch super gerade mit 40 Kilo. Das ist, glaube ich, ein Baum, oder? Moment mal, der Funkturm ist, glaube ich, da hinten, oder? Ich bin gerade unsicher. Ich glaube, ich laufe doch hier gerade. Genau, ich muss da lang. Ich muss hier lang. Bin ich mir fast sicher. Weil da hinten ist nämlich das Ende der Map dann. Das sind dann die Hütten, wo wir schon mal waren am Anfang, wo wir die Sachen auseinandergenommen haben. Wo wir vielleicht nochmal hin zurück müssen dann, ich weiß es nicht. Und hier geht's dann zum Farm und zu unserer Hütte dann.
Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. So. Was? Immer wenn ich hier reinschaue, läuft Hepi im Schneckentempo durch die Prärie. Ja, sorry, ich trage ja auch gerade viel mit uns rum. Du hast das Beste verpasst. Wir haben die Welt gesehen, wir haben eine Höhle erkundet, wir haben Kohle gefunden. Du guckst halt immer genau zur falschen Zeit rein. Das tut mir leid für dich. Ich hoffe jetzt mal meine Rechnung. Ne, ich hoffe jetzt mal, meine Rechnung geht auf und ich habe recht und wir laufen hier wirklich dann in Richtung Hütte. Oder ich vertrudel mich komplett. Ha, ich habe recht. Da ist der Funkturm. Ich habe recht. Oh, Alter. Das macht mich wahnsinnig. Wenn der so laut der Magen knurrt. Ist das denn die, ist das die Herzschmerzbrücke hier? Oder wie hieß die? Ach nee, das ist die Brücke der Einkehr. Na, genau. Die Herzschmerzbrücke oder wie auch immer die heißt, die kommt da hinten dann. Und da ist jetzt rechts ist das Farmhaus dann. Genau, das ist richtig. Ich erinnere mich. Das heißt, da hinten geht es dann so mit dem Dingens hoch. Okay. Ist eigentlich relativ einfach zu finden. Also eigentlich kann man sich hier selbst im Schneesturm, wenn man nicht komplett plemplem ist, kann man sich eigentlich nicht verlaufen. Also wenn man einmal richtig den Weg gefunden hat mit dem Weg zwischendrin und dann da einfach immer langläuft und dann kann man sich eigentlich echt nicht verlaufen. Genau, da ist die Farm und da hinten ist dann die Hütte gleich. Das heißt, wir sind, naja, in dem Tempo sind wir in 5 Minuten da. Würde ich jetzt mal behaupten. Hoffe ich zumindest. Da habe ich früher immer gewohnt. Da habe ich in Staffel 1 habe ich da drin immer gewohnt. Bis ich dann den goldenen Tipp gekriegt habe, dass hier, wenn man weiterläuft, dass es da ein schönes Haus gibt mit Kamin und allem. Wusste ich nicht. Habe ich dann, dank dem Chat habe ich das dann erfahren. Ja. Finde ich cool. Also ich muss sagen, die Karte finde ich, die Karte ist gigantisch groß und es gibt echt viel zu sehen hier. Ich habe ja immer die erste Runde, ich hab's ja schon mal so grob mal gespielt, so ganz kurz, habe ich halt immer am Rätselsee angefangen. Ich dachte, ich habe einen Wolf gehört. Und ich muss sagen, der Rätselsee, ich weiß gar nicht, der wirkt irgendwie so. Es hieß immer, der Rätselsee ist für Leute gut, die halt den Einstieg machen, die halt neu sind. Aber ich finde den Rätselsee, ehrlich gesagt, sackschwer. Weil da kannst du halt nicht mehr sagen, du läufst jetzt halt mal einen großen Bogen irgendwo außen rum, wenn da ein Wolf ist. Sondern du hast halt das Problem, der Wolf ist halt einfach da. Und du musst halt da dann vorbei. Aber da kannst du halt nicht mal eben einen riesen Umweg laufen oder sonst was. Und hier hast du halt viel mehr Platz auch und kannst halt auch andere Wege gehen. Und das geht halt beim Rätselsee nicht so wirklich. Finde ich zumindest, aber ich bin da auch, keine Ahnung, ich bin da ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist meine Meinung, das ist, der Rätselsee eigentlich nicht ganz so einfach ist, finde ich. Es ist von denen her, weil es eine kleinere Karte ist, man kann sie nicht ganz so verlaufen eigentlich. Weil man hat halt, sobald man einmal bei dem Riesensee ist, findest du immer nach Hause. Sobald du einmal bei dem Zug bist, bei den Schienen bist, befindest du eigentlich auch immer nach Hause, wenn es den richtigen, ne, wenn es die richtige Schiene dann lang läufst. Genau, da ist die Herzschmerzbrücke. Aber ansonsten ist es vom, es gibt zwei Standorte, wo die Knarre spawnen kann. Da kannst du Glück haben, da kannst du Pech haben. Ich weiß gar nicht, ob sie das geändert haben, aber früher war das so, du hast entweder ist im Jagdhaus gespawnt oder in dem Hochsitz oben, ganz oben auf dem Berg. Und ja, wenn sie in beiden nicht warten, hattest du Pech. Huch. Hat's mal geruckelt eben. Weiß aber nicht warum. Und das ist dann schon immer ein Problem, finde ich, wenn du halt, keine Ahnung, also wenn du gar keine Knarre findest in dem Spiel, dann ist es schwierig. Hier habe ich ja auf der Karte, habe ich, obwohl ich halt die schwerste Schwierigkeitsstufe spiele, habe ich halt gleich zwei Knarren gefunden. Das heißt, einmal oben beim Funkturm und einmal unterm Bett. Was ich erst überhaupt nicht gecheckt habe, dass es da,
dass unter dem Bett und so, dass da Sachen liegen können. Das war mir auch neu. Aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist... Ich weiß nicht, vielleicht haben sie das mittlerweile auch geändert, dass man vielleicht immer eine Knarre findet. Also, dass es immer einen Standort gibt auf der Karte, wo man eine Knarre finden kann. Damit man reinkommt, weil ohne Knarre hast du eigentlich keine Chance. Weil da kannst du ja wirklich nur hoffen, dass du halt tote Wölfe findest oder dass du halt tote Rehe findest, dass du halt das Fell kriegst. Weil ansonsten kannst du auch keine Klamotten selber machen. Und wenn du keine Klamotten selber machen kannst, dann hast du schon echt einen schwierigen Einstieg in das Ganze. Und vor allem, ganz zu schweigen natürlich von der Nahrung, weil du findest ja nicht endlos Müsli-Riegel oder Trockenfleisch oder sonst irgendwas, sondern du musst da ja wirklich viel suchen einerseits dann und zum anderen halt wieder auch das Glück haben, dass du vielleicht irgendwelche Kadaver wo findest oder dann halt es so machen, dass man die Rehe Richtung Wölfe treibt und hoffen, dass die Wölfe was übrig lassen. Aber dann musst du auch irgendwie die Wölfe ja vertreiben wieder. Sonst kommst du ja unter das Fleisch nicht ran, weil die fressen ja, glaube ich, auch so lange, bis nichts mehr übrig ist. Also kannst du einfach nur hoffen, dass halt, ne, dass halt was übrig bleibt für dich. Was jetzt nicht gerade das Schlimmste ist, weil dann hast du noch mehr den Survival-Charakter ja natürlich, aber insgesamt, glaube ich, ist es schon viel, viel schwieriger. So, ich hoffe übrigens, dass mit der Lautstärke und alles das passt, weil ich habe das echt ein bisschen runtergedreht. Mir war das echt ein bisschen zu laut immer. Da habe ich mir so viel runterdrehen müssen. Dann musste man beim Schneiden immer das Ganze einzeln runterdrehen. Und das wollte ich dann. Wollte ich eigentlich nicht. Weil ich möchte es halt einheitlich haben. So, kann man noch was rein? Nö, da passt nichts mehr rein. Passt hier nur was rein. Ja, dann den Fackelstock. Der ist ganz toll. Den schmeißen wir da rein. Der ist ganz, ganz wichtig. So, die Kohle schmeißen wir auch da rein. Dann haben wir irgendwo Metallschrott. Hatten wir doch irgendwo schon, oder? Genau, Metallschrott hat man da. Schmeißen wir da rein. So. Stoff und alles schmeißen wir da nicht rein. Den Schlafsack. Könnten wir eigentlich zu dem Stoffzeug packen, wenn ich ehrlich bin, oder? Habe ich den anderen da auch rein? Ja, den anderen habe ich da auch rein. Schmeißen wir den hier rein. Stoff da rein. Federn da rein. Dann hier das Holz. Die Stecken. Wie gesagt, 4 Stecken nehme ich immer gerne mit, dass wir wenigstens ein bisschen Feuer machen können. Das Altholz. Ach, da mal gar nichts mehr. Altholz. Zack. Ablegen, ablegen, ablegen. Dann haben wir noch das Zedernholz. Das haben wir hier. Das schmeißen wir auch mal dahin. Zack, zack. So. Dann haben wir doch langsam mal sicher wieder ein bisschen Platz. So, Kühlschrank. Da schmeiße ich dann mal das hier rein. 96 Hagebutten haben wir. Na, das geht ja. So, wie schaut's aus? 32 Kilo schleppen wir mit uns rum. Sehr gut. Axt. Okay, das heißt, die 58% Axt, die schmeiße ich mal da rein, in den Werkzeugschrank. Wo auch immer der ist. Ich würde sagen, das ist der Werkzeugschrank. 58%, zack. So. Dann auf jeden Fall noch einen Haufen Fisch. Den Fisch packe ich mal in den Schrank, in den Kühlschrank. Beziehungsweise ist da noch Platz drin? Ja, da ist noch Platz drin. So, dann haben wir den Fisch da drin. Das ist das schimmelige Reh. Das nehme ich mir jetzt einfach mal. Dann haue ich mir das rein. Ich hoffe, ich kriege keine Lebensmittelvergiftung. Sehr gut. Dann trinken wir noch ein Stückchen. Das sieht hervorragend aus. So, 26 Kilo haben wir noch. Das heißt, wir sind ganz erfolgreich, haben eine riesige Expedition jetzt gemacht. Und haben sie überlebt. Haben sogar noch ein bisschen was mitgenommen. So, Schmerzmittel. Nehme ich mal 4 Stück mit. Einfach nur, damit wir sie haben.
Weil wir brauchen zwei immer, wenn wir, wir brauchen immer zwei, wenn wir uns den Knöchel verstauchen. Und dann haben wir zumindest, können wir uns zweimal den Knöchel verstauchen. Und nicht nur einmal. So, Fisch haben wir auf jeden Fall auch, finde ich gut. Schimmliges Reh. Nehme ich nochmal eins mit und hau mir nochmal eins rein. Dann sind wir nämlich wieder satt. Dann hier oben haben wir hier noch Wasser. Nein, kein frisches mehr zumindest. So, ein Liter nehme ich noch mit. Und dann würde ich sagen, mache ich Folgendes. Ich gehe jetzt schlafen und damit speichern. Und dann mache ich heute mit Long Dark, mache ich dann mit der Aufnahme Schluss. Und wir machen dann hier im Stream mit was anderem weiter. Und für die auf YouTube sage ich natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Aufnahmesession war mal ein bisschen spannender als die bisherigen. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel gesehen, sehr, sehr viel gemacht. Und ja, mal gucken, was sonst noch uns auf der Karte erwartet. Wie gesagt, ich würde da hinten gerne bei der Höhle mal in die Richtung weiterlaufen, einfach Richtung, also ja, von der Höhle aus links gesehen, einfach also weiter ins Landesinnere sozusagen rein. Einfach mal um zu gucken, was da halt sonst noch so ist, um halt sicherzustellen, dass wir vielleicht erstens nichts Spannendes übersehen, aber natürlich auch ein bisschen besseren Überblick bekommen, ob da vielleicht noch irgendwas zu holen ist an Werkzeugen, wie auch immer. So, das heißt, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Aufnahme bzw. zur nächsten Folge. Tschüss! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen auch an die Zuschauer auf YouTube zu einem neuen Live-LP von The Long Dark. Ich gar nicht mehr weiß, was ich machen wollte das letzte Mal. Es ist typisch, wenn da mal eine Woche dazwischen ist, zwischen den Aufnahmen dann immer, weil ich spiele Long Dark immer nur im Stream, dann weiß ich immer nicht, was ich machen wollte als letztes. Wir haben 5 Stunden Tageslicht übrig. Wir schleppen nicht so viel mit uns rum. Hallo. Da hing es gerade mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht warum. Wir haben die Klamotten. Das passt alles. Es hört sich gerade irgendwie seltsam an. Kann das sein, dass sich das seltsam anhört? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwie das Menü hört sich seltsam an. Es hört sich irgendwie, als wäre das Mono irgendwie. Weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwas ist. Keine Ahnung. Also, kann auch meine Einbildung sein. Weiß ich nicht. So. Ich habe im Übrigen eine kleine Änderung gemacht. Ne, ich glaube, das ist von der Lautstärke her passt das. Diese Bäume da sind doch irgendwie neu, oder? Hallo, Wölfe. Diese Bäume hier sind noch neu. Die waren doch vorher nicht da. Hier bin ich doch immer runtergelaufen zu meiner Hasenfarm, oder nicht? Da hinten müsste doch die Hasenfarm sein, oder täusche ich mich da? Jetzt doof. Die war doch immer da hinten, die Hasenfarm. Ich sehe aber auch keine Fallen mehr, die da hinten gespawnt sind. Ich sehe jetzt hier nur einen Haufen Wölfe. Ich bin gerade verwirrt, aber hier bin ich doch immer runtergelaufen dann, oder nicht? Oder war das auf der anderen Seite doch? Ich bin verwirrt. Hier war das. Hier ist der... Hier ist der Wagen. Wie kalt ist es eigentlich gerade draußen? 13 Grad gefühlt. Ach du Schande. Da muss man eigentlich die Gelegenheit nutzen und ein bisschen draußen was machen.